Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Und an jeder, der sich das Video anschaut, will wahrscheinlich nur mein Spiel gegen den Schalker Nassim Buschelab sehen. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Ich habe es mir vorhin noch auf YouTube angesehen, wie man den Namen ausspricht. Komplett im Arsch. Aber bevor das losgeht, noch ein paar Dinge zur Weekend League und zu meinem Team. Das war mein Team, mit dem ich die Weekend League gespielt habe. Ich habe nur bis Gold 3 gespielt. Und zu diesem Zeitpunkt hatte ich schon 5 oder 6 Disconnects. Also ein absoluter Wahnsinn, wie das Internet zurzeit überlastet ist. Bisschen verständlich, aber ich reg mich trotzdem darüber auf. Zum Team Zola. Komplett enttäuschend. Mittlerweile 28 Spiele, weil ich noch ein bisschen Division Rivals gespielt habe, aber ich komme mit ihm absolut nicht klar. Er steht nicht da, wo er stehen sollte. Er macht die Dinger nicht. Makelele in der Defensive überragend. Aber für das, dass er geringen, hoch Arbeitsraten hat, ist er so oft vorne. Und das mag ich einfach nicht, weil ist klar, wenn er am 16er steht oder im 16er schon, er macht die Dinger einfach nicht mit 49 Abschluss. Ganz klar. Ja, und bevor jetzt das Spiel gegen Nassim, ich lasse seinen Nachnamen weg, startet, ich war zu dem Zeitpunkt schon so richtig abgefuckt. Ich hatte schon 3 oder 4, ich weiß nicht mehr insgesamt, wie viele Disconnects ich zu dem Zeitpunkt, wie ich gegen ihn gespielt habe, schon hatte. Ja, ich war schon extrem agro drauf. Und dann kommt noch, ich zeig's kurz, so ein Team daher. Unglaublich, oder? Ich fange an von hinten. Ich habe am Anfang die Karte gar nicht gesehen, die Pro-Player-Karte. Und dann schaue ich, ja, 3 Team of the Season. Scheiße, fast nur Ikonen. Scheiße, und dann schaue ich, was ist das für eine Karte da vorne? Eine 99er Pro-Player-Karte. Kann man sagen, ihr habt mit seinen Spielern auch ein Tor gemacht gegen mich. Ah ja, seht euch das Ganze selber an. Wir sehen uns wieder. Ciao. Bis dann. So. Und jetzt spiele ich gegen einen Profi. Von Schalke 04. Ich bin gespannt. Also, volle Konzentration. Leider hat mein OBS so ewig lang gebraucht, bis es aufmacht. Dann hat man Steam noch gesehen, aber ich habe einen Screenshot gemacht. Das zeige ich dann. Vor allem, was er für ein Team hat, das ist nicht normal. Komm, attackier. Ja, genau, der ist aus der Bellulab, keine Ahnung wie er heißt. Ich glaub. Ja, genau! Ich glaube, das ist irgendein Freund von Broski, weil er ist ein Schalke-Spieler. Also, mal schauen, was die Schalker können. Ich bin ja eher mehr der BVB-Fan. Weil ich das jetzt gesagt habe, wäre wahrscheinlich abgeschossen bis zum Geld nicht mehr. Komm, lauf! Schiri, faul, rote. Jetzt kann ich voll reinschwitzen, Alter. Schiri, Elfer, Elfer! Ja, der hat Eusebio. Der kann sich das leisten, dass Eusebio auf der Seite spielt. Kulit hat er natürlich auch. Jetzt kriege ich keinen Spieler angewählt.
Meine Fresse. Meine Fresse, Alter. Ja, genau der da. Bisschen provokanter Junge hier, wenn man sich's anschauen muss, oder? Ja, genau, gegen diesen spiele ich. Pass nicht so behindert! Van der Sar, Gott. Gewinnt er jeden Kopfball oder was? Da wollte ich ganz sicher nicht hin, hä? Hey. Ihr mit eurer verhurten Verbindung. Ja. Stellen wir um. 4-2-2. Lauf. Wie lange braucht er wieder für den Pass? Deutsche Verbindung sei Dank. Kriegt er den Ball. Zola gefällt mir absolut nicht. Also ich stelle mich jetzt gerade auch nicht sehr intelligent an in den Spiel. Warum für ihn? Habe ich leider nicht. Ja, ich weiß, wo du hinspielst, aber ich kann es nicht verteidigen. Habe ich überhaupt schon einen Torschuss? Ich glaube nicht, oder? Komm. Zidane, mach einfach deinen dummen Pass. Gleich und nicht erst nach 2 Sekunden. Ah, Pause. Ja, schwierig. Aber das Team bei aller Liebe. Weiter geht's. Aber warum hat er eigentlich nicht das Schalke-Zeichen?
Vertragsbruch. Natürlich bleibt dann. Warum gehe ich mit dem Innenverteidiger raus? Boah, da. Zola, du kommst jetzt raus. Du kannst keinen Pass spielen, du kannst keinen Ball annehmen, du kostet 1,5 Millionen und bist nicht einmal 100.000 wert. Mit deinem Bauernschmäh kommst du nicht vorbei. Nicht einmal mit der 99er Karte. Geh raus, Alter. Ist das jetzt 11 Meter? Ich bin gerade so richtig schlecht in dem Spiel. Ich verstehe das Spiel von vorn bis hinten gerade nicht. Okay, danke. Van der Sar. Noch eine Ecke. Warum rutscht er automatisch? Ja, weil ich da ganz bestimmt hin wollte jetzt. Bis sich der umdreht, mein Makelele. Elfmeter, Schiri. Ja, bin nachher gefoult. Das war mein erster Schuss aufs Tor in der 60. Minute. Meine Auswahl um 16 ist auch super. Einmal der Innenverteidiger und dann auch Makelele. Nicht dahin. Also von der Sau schon ein paar Mal in den Arsch gerettet. Ich komme einfach nicht hinterher. Keiner ist vorne. Warum geht der eine, Scheiße, was vorne ist, nicht ein bisschen entgegen oder auf die Seite? Irgendein Laufweg, das anspielbar ist. Warum spiele ich so einen Scheiß zusammen? Ja, Hazard, überlauf mich. Ah, das war jetzt ein Bär, was bin. Wird natürlich nicht ausgeführt. Jetzt endlich einmal. Zidane ist tot. Kommt der Zidane raus? Aua rein. James 4. Bernardo, der soll jetzt auf der Seite Gas geben und überlaufen, was das Zeug hält.
Also so war das Ganze nicht geplant. Vor allem nicht der zweite Pass. Was war hier ein Foul? Was war hier ein Foul? Also schon langsam wird's knapp. Bitte, warum bleibt es drinnen? Warum bleibt es drinnen vom Attackieren? Da, Alter, ich wirf zum Mittelfeldspieler, zum Zentralen. Ballrolle wird wieder nicht ausgeführt. EA, ich hasse euch wegen der Verbindung. Ich hasse euch echt. Ja, da will ich nichts mehr reisen. Vor allem nicht mit der Verbindung, was seit 3 Wochen ist. Ja, aber das wird meine zweite verdiente Niederlage. Gut, dass ich so richtig scheiße gespielt habe für das Video. Aber was soll man machen? Es ist leider nicht mehr möglich mit der Verbindung. In meinem Fall. Ja. Verdient verloren, aber das Tor war ein Witz. Das war echt ein Witz. Dann warst du beim Außenverteidiger. Oder Bernardo Silva ist das. Warum geht der weg? Da ist der Außenverteidiger, der Attal, der geht weg. Naja.